Herzlich willkommen bei Fernsehkritik TV. Sie ist der Tresenbereich. Da gibt es normalerweise Torten und so drin in den Kühlbehältern. Und hier ist der Gastraum, ja, wo man Kaffee trinken kann oder frühstücken kann. Das ist Christine Handel, Inhaberin des Restaurants Alte Schule in Moorkirch in Schleswig-Holstein. Sie wird im Sommer ihren Laden dicht machen, denn ihre Teilnahme an der RTL2-Sendung Die Kochprofis hat ihr in keinster Weise genützt. Im Gegenteil. Dem schlechtgehenden Laden geht es nun noch schlechter. Denn das eigentlich gut laufende Geschäft mit großen Feierlichkeiten ist durch die Sendung in Mitleidenschaft gezogen worden. Das Image ihres Restaurants ist durch eine extrem negative Darstellung ihrer Person stark beschädigt worden. Christine bekam unter anderem einen Anruf von einem Mann, der eigentlich seinen Geburtstag groß bei ihr feiern wollte. Also er hat tatsächlich gesagt irgendwie, dass er wollte gerne hier feiern. Und er wurde wohl von Arbeitskollegen angesprochen und so, dass er doch nicht bei so einer unsympathischen Frau feiern könnte, wie er denn hier feiern könnte. Und ja. Ja, also es haben auch ganz viele, ich habe eine große Facebook-Fanseite und viele Leute haben mich auch angeschrieben, die Fan meiner Seite waren und meine Arbeit verfolgt haben, wie unprofessionell ich mich verhalten hätte und warum ich mir Hilfe suche und dann so beratungsresistent die Kochprofis und so vom Kopf stoße und die lieben Kochprofis wollten mir doch nur helfen und ja. Ja. Also so hat man das empfunden bei der Sendung. Und das ist ganz schön hart. Und da soll man, also das, ich weiß auch nicht, woher diese Leute kommen oder was deren Intention ist, dass sie das unbedingt mitteilen müssen. Aber es ist ganz schön hart, irgendwie sowas zu lesen. Und also die werden auch beleidigend und ausfallend. Und das finde ich ganz schrecklich. Also ich weiß aber nicht, woher das kommt. Und ja, letztendlich habe ich auf diese Sendung nur Negativreaktionen bekommen. So, dass ich halt einfach gesagt habe, okay, dieses ganze Negative drumherum, das kann ich nicht mehr mit auffangen. Also, weil ich ja schon vorher gesagt habe, ist es nicht so, wie ich es brauche. Ja, und vielleicht hat es mir eine Entscheidung abgenommen. Also durch diese Kochprofi-Sendung, weil ich sofort gleich eine Negativbombe bekommen habe. Wie gesagt, Veranstaltungen wurden abgesagt, Leute sind zu Ostern nicht, zum Osterbrunch nicht erschienen und ja, also die hatten nichts zu sagen. Also die haben das gemacht, was die Autoren gesagt hatten. Wir hatten zwei Autoren, einmal einen für die Kochprofis und einmal einen für uns. Und letztendlich braucht ja eine realitätsnahe Sendung, würde ich sagen, kein Autor. Weil ich habe auch nochmal die Definition Autor, da habe ich leider erst später nachgelesen. Ein Autor erfindet ja wirklich die Story, oder nicht? Also das macht ein Autor. Oder habt ihr gerade einen Autor dabei? Nee. Wer ist der Autor? Ich bin der Redakteur, aber ich mache hinterher was draus. So, also die hatten zwei Autoren. Redakteur hatten sie auch, aber sie hatten zwei Autoren. So waren die auch. Und waren die denn auch hier mit vor Ort, diese Autoren? Und die Kochprofis haben genau das gemacht, was die sagten. Also das ging halt um eine Einstellung und es ging so grob darum, was jetzt mir mitgeteilt wurde. Und dann merkte man dann schon in der Küche, dass denn die Diana, die Autorin für die Kochprofis, schon sagte irgendwie, und das bringen wir jetzt noch mal ein bisschen mehr Schmackes rüber. Und dann machte sie so und dann dachte ich so, oh wei, jetzt soll es aber noch mal ein bisschen stressiger werden. Und ja, diese Einstellung wurde dann irgendwie dreimal gedreht, bis ich dann halt wirklich auch vielleicht eine blöde Haltung an den Tag gelegt habe. Ja, ja. Ja. Und einmal ja auch hier verschwunden bist in die Küche, weil dir offenbar fast die Tränen schon gekommen sind. Ja, mir sind die Tränen gekommen, aber ich habe gedacht, irgendwie, ich will nicht vor der Kamera heulen. Nee, ja. Das wäre natürlich sehr recht gewesen wahrscheinlich. Ja, das wäre cool gewesen, glaube ich, ja. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.